Jo, Freunde, was geht und damit ein herzliches Willkommen. Heute werden wir eine neue Map erstellen. Nämlich Map Maker, nicht auf dem Testspiel. Die Map. Gar nicht los, kann ich löschen. Das Video hab ich auch vergessen. Hochzuladen, werde ich auch nicht hochladen. Wir machen 4. In. Ah ne, das geht ja nicht. Ja. Aber das ist kein cooler Name, so nicht. Okay, okay. Dann. Ja, das Einzige, was wir jetzt machen können, was immer gleich bleibt. Nein. Dann machen wir das so. So. Ich hoffe, das kommt von unten. Au. Macht es aber leider nicht. So, und jetzt müssen wir einzeln machen. Jetzt machen wir einfach mal die Kaktuswelt. Einfach hier ein bisschen rumpanschen von den Kaktusen. Okay. So, ein bisschen so. Und so. Ich bin jetzt hier so weit gekommen und ich mache das jetzt einfach so. Dann so. Perfekt. Und so. Und so. Und so. Dann kommt hier jetzt die Wassermap hin. Hier mache ich auch einfach ein bisschen Wasser. Das ist natürlich knackig. Ja, jetzt meckern wir. Was kommt denn noch alles? Dann machen wir auch noch so ein Ding hin. Hier auch noch. Und hier auch. Muss ich nur den Scorepunkt hin machen. Hier dann die beste Map, glaube ich. Die Büsche-Map. Perfekt, die bleibt so. Und hier haben wir noch eben die Cube Map. Die ist natürlich am besten für, ja, Cubes einsammeln. Oh mein Gott, die Map ist gespeichert. Beenden. Und jetzt werden wir die noch einmal spielen. Wir gehen auf Testspiel, ich glaube, Barley behalten wir mal. Vier. Oh mein Gott, so sieht sie aus. Sie hat dann die Cubes natürlich. Das sieht nach so leer aus. Oh nee, ich spawn in der Buschecke. Oh, wer ist das? Da muss ich jetzt aufpassen. Ohne Penny. Spucke ich den ganzen Monitor hin. Ohne Ems, ohne Ems. Oh Mann. Ja. Ich bin einmal mit Daryl und dann. Nehmen. Nani. Nani. Und jetzt kommen wir.
Ah, Mann, in der Seeecke. Okay. Schade. Ja, nein, nein, der Kaktus. Passt aber. Poco in der Kaktuswelt. Das passt auf jeden Fall. Und Jesse in der Cube-Welt. Oh, ich will gar nicht wissen, wie viele Cubes. 6. Ein bisschen. Okay, das war's mit dem Video. Lasst ein Like und ein Abo da. Wenn euch das Map gefallen hat, dann dran und ciao, ciao.